Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play NHL 15 im Saisonmodus. Ja, heute am 40. Spieltag steht das Spiel der Spiele an, Hamburg Freezers gegen die Eisbären Berlin, Anschutzderby vor ausverkauftem Haus. Ich freue mich riesig auf das Spiel, das wird absolut genial, die Stimmung wird super. Es wird einfach nur Bombe. Und ja, wie ist es gelaufen? Wir konnten uns ja am Freitag mit 3:0 gegen die Krefeld Pinguine durchsetzen. In der richtigen Liga unterlagen die Freezers nach einem Superspiel mit 3:2 in der Overtime. Sehr ärgerlich. Aber ja, gut. Machst du nichts. Heute sollten sie es gegen Berlin besser machen. Das ist ein Prestige-Duell, das muss man für sich entscheiden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal direkt rein. Und ich habe die Reihen noch immer nicht umgestellt. Verdammt! Dass ich das immer vergesse. Naja, was soll's. Huiuiuiuiui. Bin ja mal gespannt, wie wir uns gegen die Berliner durchsetzen können. So, sie spielen mit Vernon, Casey Borer, Frank Hörtler, Mark Bell, Darren Over und Barry Tellickson. Und wir spielen mit Matt Pettinger, Garrett Festerling, Jérôme Flake, Christoph Schubert, Brad Festerling und Sebastian Caron im Tor. Schade, ich hatte eigentlich sogar fast Kotschneff drin gelassen, nach seinem super Spiel am Freitag. Hätte er sich ein zweites Spiel verdient gehabt, aber auf die Aufstellung nehme ich keinen Einfluss. Ja, sehr ausgeglichene Statistik bei den Berlinern. 4 Siege, 5 Niederlagen, eine Overtime-Niederlage in den letzten 10 Spielen. Ah, schade. Das ist immer eine blöde Umstellung. Ich nehme ja Parallele häufig mal Ultimate Team und Saisonmodus auf. In Ultimate Team sind die Spieler einfach so deutlich viel schneller. Und da gewöhnt man sich dann halt auch nach einer Zeit mal dran. Schöner Versuch von Flake hier. Und das ist kein Icing? Was? Och, kacke. Das ist aber auch kein Icing, weil Frank Hörtler da rankommt. Und das ist eine blöde Strafe. Ach, komm schon. Ja, gut. Erste Überzahl für die Eisbären Berlin. Durch ein blödes Beinstellen von Matt Pettinger. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Da hatte ich sowieso keine Chance, an den Puck ranzukommen. Aber gut, machst du nichts. Die sind auf Rang 3 der Powerplay-Statistik. 28 von 128 Situationen genutzt. Jawohl, da haben sie erstmal rausgespielt. Sehr gut. Und wir spielen mit zwei Centern. Merke ich gerade mal. Oh, Dupuis kommt da beinahe in Unterzahl zur Chance. Oh. So, egal. Ah, da kam Jakobsen beinahe an den Puck. So, keine... Ja, genau! Da ist das 1:0 für die Eisbären Berlin. Nachdem Caron da ordentlich weggecheckt wurde. Verstehe ich zwar nicht, warum das nicht abgepfiffen wurde. Darren Over mit seinem 11. Saisontor. Ah, den Check sieht man da nicht mehr. Verdammt, da rennen wir einem frühen Rückstand hinterher. Hoffen wir mal, dass wir da was reißen können. Oh, Sam Klaassen an den Pfosten, ey. Und Flake fast im direkten Gegenzug. Kann er frei in den Slot fahren und hämmert den in die Ecke. 19. Saisontor von Flake, Vorlage von Klaassen und Schmidt.
Ah, aus der kurzen Distanz hat Fern keine Chance. Ja. Keine Schnitte hat er da. Freddy Cabana. Ja. Der spielt ja zurzeit schon wieder für die Steelers. Also für Bietigheim. Da wurde er ja unter Vertrag genommen und spielt jetzt mittlerweile auch schon wieder. So. Du schießt hier nicht, wenn du ins Abseits gelaufen bist, Alter. Sonst setzt gleich mal was. Calvert. Ja, unsere Statistik sieht gar nicht so verkehrt aus. 7 der letzten 10 Spiele konnten wir für uns entscheiden. So, schön an der 7 vorbeigespielt. Das müsste Frank Hörtler gewesen sein. Ja. Oh! Da kam Festerling zum Nachschuss. Ah, schade. Diesmal hätte Pettinger beinahe den Puck bekommen. Oh. Ja, genau! Danke, dass das mal abgepfiffen wird. Meine Güte, eine eindeutigere Torwartbehinderung gibt es ja wohl nicht mehr. Frech sowas, ey. Powerplay für uns. Oh, wir haben uns auf Platz 10 der Powerplay-Statistik vorgearbeitet. Wie haben wir das denn gemacht? Ja, so garantiert nicht. Sowas war ja wohl auch ein Stockschlag, aber gut. Spiel sagt nein, dann ist auch nein. Oh, Phil Dupuy, ey. Ach, scheiße. Rohr, du darfst gerne mal einen Ticken schneller sein. So, Rohr auf Oppenheimer. Oppenheimer rein ins Angriffsdrittel. Allerdings ganz allein gelassen da. Aber egal, der macht's trotzdem. Kann da auch wieder frei in den Slot fahren. Und aus sehr kurzen Distanz macht Fernen dann wieder nichts. 2-1 durch Thomas Oppenheimer im Powerplay. In letzter Zeit läuft es. 8. Saisontor von Thomas Oppenheimer auf Vorlage von Mathieu Roy. Ja, da wird er ganz allein gelassen. Und dann wieder auf die Stockhand von Fern. Keine Chance. Geil. So lobe ich mir das. Schöner Einsatz von Schubert auf Matt Pettinger dann. Oh! Der Schuss von Schubert wird beinahe vom eigenen Mann ins Tor abgefälscht. Leider nur beinahe. Wow! Da hat Barry Tellickson Caron aber ganz blöd aussehen lassen. Ja. Okay. Da ist schon wieder der Ausgleich. Scheiße. Oh Mann. Das wird nicht das einfachste Spiel heute. So, Sertic. Rein ins Angriffsdrittel. Ballert einmal mal drauf. Am Fernen kann den zu der Verteidigung abprallen lassen. Ah! Das hat leider nicht so geklappt, wie ich es mir erhofft hatte. Huch! Matzen! Oh. Ah, Schuss von Kevin Clark in letzter Sekunde geht daneben. Ja, 2-2 nach dem ersten Drittel. Meine Güte. Aufregendes Spiel hier. Wie sieht denn die Schussstatistik aus? Die Berliner haben mehr Schüsse als wir. Alter Schwede. 10-6 Schüsse von Berlin. Würde ich sagen, da müssen wir noch ein bisschen was tun. So. Oh. Festerling, Mensch. Schöner Pass von Pettinger in den Slot. Festerling kommt sogar zum Schuss.
aber überwindet Ferran nicht komplett. Eieiei, das war ja eine ganz knappe Geschichte. Eigentlich schon getunnelt, aber dann kommt Ferran doch noch ran. Nein, Dupuy! Den muss er doch bekommen. Sag mal, was ist mit Roa los? Hat er sich wehgetan oder was ist da? Boah, schön den Puck geholt von Thomas Oppenheimer. Nein! Sherrow unterbindet den Pass zu Kevin Clark. Das wäre sonst ganz gefährlich geworden. Oh, shit. Was zum Teufel? Das war ein unerwarteter Pass der Berliner gerade. Oh, der wurde abgefälscht. Nee, abseits von den Berlinern. Meine Güte, das ist ein stetiges Hin und Her, das Spiel hier. Wurde geholt von Mark die Sertage. Sertage rein ins Angriffsdrittel, wieder zu Matzen. Schöner Save von Caron. Nochmal schöner Save von Caron. Das soll jetzt aber nicht überhand nehmen. Ja. Glück gehabt. Na ach, Mitchell. Halt doch deinen Kackstock dahin. Was ist da los? Den hat er doch wohl dicke bekommen können. Sertage holt das Bulli, verliert den Puck aber danach, der Mitchell. Uiuiui. So, jetzt geht's schnell. Oh! Da fälscht der Berliner beinahe ins eigene Tor wieder ab. Aber Ferran ist auf dem Posten. So, Schubert holt sich den Puck hinten an der eigenen Grundlinie. Spielt auf Adam Mitchell, der nochmal auf Matzen. Und dann ist der Puck weg. Uiuiui. Uiuiui. Der Schubert macht's nicht. Meine Güte, ich bin gerade leicht überfordert. Ah, oh, Mitchell scheitert dann im Slot an Ferran. Gute Chance. Vielleicht ein bisschen eigennützig. Und. Ja, doch eigennützig. So, So. Fesseling verliert das Bulli. Schade. Egal, Westcott kommt trotzdem zum Schussversuch. Und dann Getümmel vorm Berliner Tor. Schöner Save von Caron. Richtig schöner Save von Caron. Und dann Garrett Festerling. Ah, Westcott's Schuss wird abgefälscht. Wo ist denn meine Abwehr? So, Matt Pettinger. Nein! Ach, das ist doch Bullshit, dass er da noch aufgehalten wurde. Gerade wollte ich zum Schuss ansetzen, da kam wohl noch irgendwie der Zustocher mit dem Stock. Ah, auch nach dem zweiten Drittel noch 2:2 zwischen Hamburg und Berlin. Konnten wir denn von der Schussstatistik ein bisschen aufholen? Ja, 6:4 jetzt die Schüsse von uns. Die Berliner versuchen es gerne unten rechts. Doch da ist Caron recht sicher. Gut für uns. So, nächster für, ja, letztes Drittel. Ja, genauso sollte das losgehen, der Aufbau. Hallo.
Schön gestört von Brad Festerling. Der spielt dann zu Pettinger rüber. Der zu Garrett Festerling. Ach, schießt er doch nicht gegenseitig ab. Schöner Pass von Flake auf Garrett Festerling. Der wird ordentlich umgeholzt da. Ja. Oh! Meine Güte, der Fehan hat heute aber nicht das sicherste Händchen. Ja, genau. Und Rohr spielt den Pass nicht, den er spielen soll. So, Clark auf Oppenheimer. Oppenheimer rein ins Angriffsdrittel. Und schlechter Pass in den Slot. Oh, und da geht der Busch. Da geht der Busch, das ist auch ein Satz, ey. Oh, Klassen. Okay, Sertage auf Mitchell. Mitchell rein ins Angriffsdrittel. Hat aber keine richtige Anspielstation da. So, Sertage auf Madsen. Nochmal Sertage. Ah! Aber die Berliner stehen da wie eine Wand. So, Sam Klaassen jetzt. Auf Nico Krämer. Krämer lässt sich dann vom Puck trennen. Und die Berliner gehen wechseln. So, Aufbau über Freddy Cabana. Cabana ist zu langsam. Mann, noch 4,5 Minuten im letzten Drittel. Ja, geil. Oh, Christoph Schubert, ey. Ja, genau. Meine Güte, was machen die denn da? Und da kommt es zu. Geil gestört von Matt Pettinger. Jetzt Flake rein ins Angriffsdrittel. Ja, und das war kein Stockschlag. Alles klar. Merke ich mir. Meine Güte, könnt ihr jetzt mal aufhören, hier 1000 Pässe zu spielen? Das ist ja schlimm, sowas. Genau, Christoph Schubert stürmt damit. Kann man mal machen. So, die letzten 30 Sekunden laufen. Nochmal ein Angriff über Thomas Oppenheimer. Der wird aber aufgehalten. Darum geht Phil Dupuis jetzt rein ins Angriffsdrittel. Der auf Christoph Schubert. Oh. Nochmal Oppenheimer. Knapp neben das Tor. Noch ist der Puck heiß. Dupuis! Scheitert 3 Sekunden vorm Ende an Fern. Boah, was eine Chance noch. Kevin Clark spielt den Puck dann auch irgendwie in den Slot. Dupuis kommt ran. Aber kriegt den Puck nicht an Fern vorbei. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Zugegeben, da war sehr wenig Platz. Aber trotzdem, meine Herren, du. Westcott in die Fanghand von Fern. Und es geht beim Stand von 2:2 in die Overtime. Alter Schwede, du. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Spiel, das das Anschutzderby verdient. Boah, scheiß die Wand an. Das ist intensiv.
Sudden death overtime is underway. If nobody scores, a shootout will be next. Blocked. Can he generate something? So, Flak. Auf fester Ling. Nein, macht nicht. So, wieder Flak im Angriffsdrittel. Wollt ihr den Pass? Flake, mach das Ding in Overtime! Nach ganz kuriosen Zuspielen! Bam! Jawohl, 20. Saisontor von Jerome Flake jetzt hier. Und ein ganz wichtiges gegen die Berliner. Boah, meine Güte. Auch erst im Nachsetzen bei Fehan. Eigentlich ein Schuss von Schubert, glaube ich, den Flake da nochmal aufnimmt. Dadurch war Fehan schon ein bisschen in die falsche Ecke. Kann den ersten Schuss dann doch noch abwehren. Alter Schwede. Ja, Leute. Jetzt freue ich mich gerade richtig. Woo! Overtime-Sieg. Nice one! Jetzt haben wir auch endlich mal einen Torschützen mit 20 Toren. Das ist auch nicht so ganz uncool. Als nächstes geht's in München zur Sache, gegen den EHC Red Bull München. Das ist ein enger Konkurrent von uns. Wir gucken mal kurz auf die Tabelle, ob sich da was getan hat. Ich glaube, wir sind auf ein... Wir sind ein Punkt dichter an Köln rangekommen. Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Hatte Köln vielleicht eine Overtime-Niederlage und wir einen Overtime-Sieg. Auf jeden Fall erfreulich. Nur noch 3 Punkte zu Köln und auch nur noch 3 Punkte zu Ingolstadt. Ingolstadt hat auch federn lassen. Ja, München ist unser direkter Konkurrent. 6 Punkte hinter uns. Müssen wir uns gegen durchsetzen können. So, Spielerstats. Da sollte jetzt weiterhin Jerome Flake ganz oben stehen bei uns. Jawohl, Jerome Flake mit 28 Scorerpunkten, 20 Tore, 8 Assists. Danach dann Kevin Clark 23 Scorerpunkten, 14 Tore und 9 Assists. So sehe ich das gerne. Garrett Festerling kommt dann auch schon auf Platz 4 mit 18 Scorerpunkten. Das ist doch gar nicht verkehrt. Alles klar, Leute. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder, dem 23.01., wenn es heißt EHC Red Bull München gegen die Hamburg Freezers. Wird ebenfalls ein Top-Spiel, 3. gegen 4. Solltet ihr nicht verpassen, schaltet bitte wieder ein. Schönen Tag wünsche ich euch noch, ciao.